Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut. Die Giants Island Crystal Edition von Full Power Shift 220,5 MB im Download. Slots gucken wir uns gleich an, sind auch nicht so viele. Etwas für die Nostalgiker unter uns, die damalige Standardkarte im LS. Ja, Landwirtschaftssimulator 2008. Hat er da schon eine Jahreszahl genommen? Ich weiß es gar nicht. Zu der Zeit habe ich noch nicht gespielt. So, wir gucken uns direkt mal die Karte an. Hier ist auch Wein verbaut, den gab es damals definitiv auch nicht. Ja, wie der Name schon sagt, Giants Island, eine Insel. Die einzige Brücke ist aktuell im Bau. Deswegen gibt es für uns nur den Hafen. Und da gibt es auch nur eine Verkaufsstelle für alles. Dann gibt es einmal den Viehhandel und den Fahrzeughändler. Und dann ist das Ganze ja quasi so in dem Stil, wie es damals wohl war. Wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Ja, ich glaube, das sind sogar die kantigen Schiffe, Texturen und so weiter da. Von damals. Hier ist der Hafen. ja, ist jetzt die Frage. Klar, hat man so das pure Erlebnis, wie es im 2008er wahrscheinlich war. Weiß nicht, ob man es dann nicht vielleicht hätte ein bisschen aufhübschen können, aber. Sei es drum, es ist jetzt da, wie es ist. Und da gibt es dann auch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ne? Ihr seht, 539 Slots, wenn ihr alles da verkauft, kommt ihr natürlich noch mal ein bisschen runter. Geschätzt noch mal so 100 Slots. Also circa 400 nackt. Könnt ihr das überhaupt alles verkaufen? Ja, gut, Farmer, Silos können wir sowieso verkaufen. Farmhaus, ja, ihr könnt am Hof alles verkaufen. Plus die Gerätschaften, die da rumstehen. Dorf, Hafen. Hier ist schon Dorf. Man geht eigentlich erst hier oben los, wobei Dorf auch stark übertrieben ist. Aber ja, gut. So war das damals. Da hinten ist, glaube ich, die. Soll das die Brückenbaustelle sein? Ne, das ist noch eine Kirche oder sowas. Ja. Also wer wirklich mal Bock hat, für ein paar Stunden irgendwie so in den LS 2008 reinzuschnüppeln, der hat hier die Möglichkeit. Da hinten ist die Brücke im Bau. Gucken wir da noch rüber. Ist doch weiter als gedacht. Was ich mich frage, ist, ob die Felder damals auch so groß waren. Weil die vier großen in der Mitte sind alle so um 20 Hektar. Also ihr habt hier ordentlich Fläche. Und auch gar nicht eckig. Ja gut, ich glaube, den Helfer gab es damals ohnehin noch nicht. Drüben steht ein einsamer Leuchtturm. Und hier ist die unfertige Brücke, weshalb es nur den Hafen gibt. Hier ist irgendwie Gras ausgegangen. Was soll das so? Vielleicht. Wie gesagt, diese vier Felder hier sind alle gut 16, 10, 21, 20 und die anderen sind so ein bisschen kleiner. 18 Stück an der Zahl. Gelände selbst könnt ihr nicht kaufen. Nur das, was hier auch als Grundstück, also ordentlich. Ja, wie gesagt, wer da Interesse dran hat, hier quasi nochmal ganz weit zurückzureisen in der Zeit, 15 Jahre, und so aller Anfänge zu spielen, der findet hier die passende Karte dazu.
Halt auch mit dem entsprechenden Detailgrad der damaligen Zeit. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao, ciao.